ich bin Rolf. Das ist mein Bulli, die Esther Overland. Mein Bulli ist weiblich. Ja, hier bin ich ganz oft zu Hause. Mal 6 Wochen in England oder in Schottland und jetzt geht's gerade nach Spanien und dann nach Portugal. Das war also einerseits ein Jugendtraum von mir. Ich wollte schon im Studium mal irgendwie einfach frei sein für eine Zeit und wegfahren. Und dann war es so, dass ich ab 50 wurde, vor ein paar Jahren sowieso drüber nachgedacht hatte, mir mal eine Auszeit zu nehmen. Jetzt bin ich nun seit ewigen Zeiten selbstständig und es ist schwierig, wenn man einen Laden hat, sich eine Auszeit zu nehmen. Das ging nicht. Dann kam aber noch leider eine Krebskrankheit dazu und ich dachte so, jetzt ist aber auch Schluss. Jetzt machst du 2 Jahre Pause. Ja, der Krebs, das ist, glaube ich, ein Baustein von ganz vielen. Ich glaube, als ich 50 geworden bin, habe ich mich verändert. 50 ist eine grauenhafte Zahl, finde ich. 50 ist, ja, da fängst du an zu rechnen in Jahrzehnten. 50 heißt zurück 20, 30 Jahre. In die andere Richtung 80, tot. Das ist nochmal so ein richtiger Schocker, wo man denkt, verdammte Hacke. Du bist vielleicht irgendwann nicht mehr. Und das war nochmal so ein Tritt in den Arsch im Grunde genommen, wo ich dachte, Mensch, wenn du wirklich mal irgendwann los willst mit dem Bulli, dann würde ich das jetzt vielleicht mal angehen. Weil, wann denn? Und dann hatte ich Glück, ich habe eine Partnerin gefunden für mein Café, die macht das alles. Und ich habe mir jetzt halt auferlegt, 2 Jahre nicht zu arbeiten. Und das fällt mir sehr schwer, das muss ich noch lernen. Aber ich merke, dass ich mich verändere. Ich werde ruhiger und ich freue mich über mehr Kleinigkeiten, die ich früher gar nicht wahrgenommen habe. Also dieser tägliche Stress im Alltag, der macht schon was mit uns. Und es ist eine ganz tolle Erfahrung, manchmal einfach 6 Wochen allein unterwegs zu sein, in einer völligen Ruhe. Wie zum Beispiel, jetzt war ich in Schottland, da gab es Tage, da habe ich manchmal 2, 3 Tage gar keinen gesehen, da wo ich war, in den Bergen irgendwo in den Highlands. Und das ist ja toll, das ist für mich auch neu. Und ja, ich will nicht sagen, das ist spirituell, aber vielleicht doch ein bisschen. Ich habe einen 2-Platten-Gasherd. Ich habe sogar eine Dusche an Bord, die ich aber nie benutzt habe bisher. Und zwar, wenn man hier diese Platten hoch macht, dann sieht man schon, da drunter ist eine ganz lange Duschwanne. Und es gibt einen Duschvorhang, der wird im Dach festgemacht und der klickt unten ein mit Magneten. Und dann könnte ich mit warmem Wasser, wenn ich das jetzt hier rausziehen wollte, mit warmem Wasser im Bulli duschen. Keine Ahnung, wann man sowas macht. Ja, was haben wir noch? Wir haben einen Kühlschrank mit O-Saft, wenn das jemand möchte. Ja. Total vollgepackt. Da ist ein Ersatzbett drin, weil meine Liebste mich manchmal besucht. Dann habe ich Wintersachen und so, die ich jetzt hoffentlich gar nicht brauche. Die habe ich in diesem Fach. Dann mache ich mal zu. Naja, das Übliche, ne? Besteck und Zeug. Dann habe ich hier alles, was ich mir so wünschen kann. Zum Beispiel auch Schnaps. Ich trinke überhaupt keinen. Aber zum Anbieten Wein, alles an Bord. Ja, dann ist mein ganz großer Stolz Espresso. Ah, diese Maschine, das ist die Bellmann. Das ist eine mobile Espresso-Maschine, mit der man Latte Art machen kann. Und da ich einen Kaffee habe und früher Barista war, ist mir das natürlich wichtig. Wie funktioniert das? Erklär mal. Also, das funktioniert so, dass man das Ding voll macht mit Wasser. Dann, ich schraub's mal auf. So. Dann kann man sich entscheiden für 3, 6 oder 9 Tassen Espresso. Ne? Der kommt dann da rein. Wie bei einer normalen Cafetiere, wie man das so kennt. So. Das Ding kommt dann auf den Gasherd und man wartet ab, bis Manometer einen Druck von 1 Bar anzeigt. Dann kann man den Espresso ablassen und man bekommt Espresso mit Crema. Das ist das Besondere. Dann mache ich zu, lasse wieder Druck aufbauen und kurze Zeit später kann ich hiermit Milch aufschäumen und einen fantastischen Cappuccino machen. Und wie oft hast du denn damit schon einen fantastischen Cappuccino gemacht? Also ich persönlich ungefähr
Naja, 5 Mal in 5 Wochen. Ich bin ja über 50, daher kann man ja jetzt nicht mehr von Midlife Crisis sprechen. Die habe ich ja schon vor 10 Jahren hinter mich gebracht. Aber ich glaube, ich möchte mein Leben einfach nochmal neu erfinden. Ich möchte die Welt bewusster wahrnehmen. Ein bisschen weg aus diesem wahnsinnigen Gehibbel in der Stadt. Ich habe das so viele Jahre gehabt. Und wenn du jeden Tag mit über 1000 Leuten zu tun hast, das färbt ab. Das ist mir zu viel. Und je älter ich werde, umso mehr Ruhe brauche ich eigentlich, habe ich so den Eindruck. Und also das ist so eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach Ruhe. Also ich schlafe im Obergeschoss. Da kann man hier das ganze Ding runterklappen. Kann ich natürlich nur, wenn ich hinten stehe. So. Jetzt komme ich mal rum. Oh, da ist schon ganz platt gedrückter Schlafanzug. Es gibt auch noch ein Bett, aber das ist natürlich jetzt verstaut. Oh, mache ich mal wieder hoch. Ups. Ja. Gut. Das war es im Großen und Ganzen schon. So ein Bulli hat nicht viel Platz. Und warum musste es jetzt so ein Bulli sein? Also ich finde ein Bulli schön, weil er sehr wendig ist. Wendiger als ein normales Wohnmobil. Und weil ich größtenteils allein unterwegs bin, wollte ich eigentlich gar nicht so viel oder brauche ich gar nicht so viel Platz. Ich mag das sehr reduziert zu leben, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert. Also ich finde immer alles, was man hat, raubt einem die Gedanken. Und je weniger ich habe, umso weniger muss ich mir Gedanken machen und umso weniger gibt es auch aufzuräumen. Das ist das ganze Geheimnis. Und umso mehr Zeit bleibt für mich und alles andere, was man so macht. Mein Leben war zu 90% Smalltalk. Wenn man so einen Coffeeshop hat mit Selbstbedienung, dann hast du hunderte von Leuten. Und jeder kennt dich, du kennst dich auch vom Sehen. Man wechselt 1-2 Sätze und weiter geht's. Das ist Smalltalk. Und ich will keinen Smalltalk mehr. Dafür ist mir die Zeit zu schade. Dafür bin ich zu alt. Also ich bin angefangen zu schreiben. Kaffee im Rückspiegel heißt der Blog. Und ich kann noch lange nicht behaupten, dass ich das in irgendeiner Form gut könnte. Aber es macht mir Spaß und das ist schon mal der Anfang. Und mein Traum wäre, daraus ein kleines Einkommen zu erzielen eines Tages. Ist das alles, was du hast an Sachen? Nein, das sind nur die Hosen. Also, naja, also ich habe einiges Zeug. Guck mal, das hier zum Beispiel, das sind Fatboys. Kennst du sowas? Nee. Das sind Luftliegen. Das sind ganz große Säcke aus so einem Hightech-Material, das ist mittlerweile recht gebräuchlich auch schon. Da geht man so ein paar Mal hin und her und hat einen großen Luftsack. Und dann hat man eine Liege, die saubequem ist. Ganz schön. Ich habe meine Stühle und einen Tisch für draußen, das habe ich nämlich weggelassen, weil ich dann da hinten mehr Stauraum habe. Und dafür habe ich 2 Fatboys mitgenommen. Hier habe ich mir so Packtaschen gekauft, das ist sehr praktisch im Bulli. So dass ich schneller finde, was wo drin ist und nicht so 1000 Jahre suchen muss. Also das ist tatsächlich erstaunlich, was man alles mitkriegt. Und naja, ich habe jedes Mal nehme ich weniger mit, weil ich feststelle, ich brauche das alles gar nicht. Ich habe sogar eine mobile Waschmaschine an Bord. So, das ist nämlich eine Scrubber, die ich tatsächlich auch regelmäßig benutze, muss ich sagen. So. Funktioniert fantastisch. Also macht einfach, das ist wie ein Waschbrett vor 100 Jahren. Das hat hier so innen drin so Plastikpoppen irgendwie und dann machst du halt ganz bisschen Waschmittel rein, Wasser, Wäsche und dann reibt man so ein paar Mal hinterher und das ist wie ein Waschbrett vor 100 Jahren und dann spült man nach hinterher, fertig. Und das funktioniert? Großartig. Aussteiger, das ist so ein komisches Wort. Ich verbinde mit Aussteiger verranzte Typen mit Dreadlocks, die unter einer Plane irgendwo im Wald hausen. Das sind für mich Aussteiger. Und dann muss ich mich immer fragen, ja, was heißt aussteigen? Aussteigen aus dem sozialen System, das wird nicht funktionieren. Da macht man sich was vor. Also ich bin, theoretisch könnte ich das machen, aber ich sehe keinen Sinn darin. Das wäre für mich kein Leben. Mir würde was fehlen. Ich habe diesen Bulli gekauft und ich habe nie vorher in so einem Bulli geschlafen. Doch, einmal als Student, aber ich hatte vergessen, wie das war. Diese Sache mit so einem Zeltdach, die ist nicht so ganz ohne.
Das ist nämlich so, als wenn man draußen auf dem Dach liegt. Und das wusste ich nicht. Du hörst alles, wirklich, als wenn du auf dem Dach draußen liegst. Wenn man jetzt zum Beispiel an einem fließenden Wasser ist, dann ist es ganz toll, aber nachts drehst du durch und stehst gerade im Bett. Oder wenn Besoffene herkommen abends oder man Fußschritte hört in der Nacht, das ist gruselig. Ja, also das ist sehr anstrengend. Ich habe aber mittlerweile so Power-Ohr-Pirpen, die machen alles weg. Damit kann ich gut leben. Ja, was nervt mich noch? Ich hatte Vorurteile Campern gegenüber, die muss ich revidieren. Die meisten fand ich super. Mit Dauercampern stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich glaube, wir mögen uns nicht so, wir meiden uns auch. Warum? Ach, ich habe da so einfach vielleicht ein paar schlechte Erfahrungen gemacht. Die Dauercamper, die kommen mir oft vor wie Schrebergärten. Ich weiß noch, da war ich an der Nordsee, in der Nähe von Karolinsiel, und da war so eine Truppe. Und da hatte ich einen riesigen Stellplatz. Gefühlt 15 mal 15 Meter. Grün, toll. Bin ich draufgefahren. Da kam einer daher und sagt, Sie stehen ganz schief auf dem Platz. Hä? Wo ich auch dachte, ja. Also bin ich gerade gefahren und seitdem habe ich da Vorurteile. Komisches Volk. Naja, das ist oben nicht nur laut, sondern auch wahnsinnig kalt. Bei meiner ersten Tour, das war im April oben an die Nordsee, hatte ich aus Designgründen und weil es weniger Platz wegnimmt, nur ein ganz hübsches Sommerbett mit. Und habe dann da oben bei minus 2 Grad gelegen, das ging gar nicht. Also war furchtbar. Da kann ich auch die Standheizung hochbullern, da kommt einfach nicht viel an oben. Jetzt habe ich Power-Schlafsäcke. Arktis-tauglich. Kann nichts mehr passieren. Bist du eher so der Wildcamper oder der Campingplatz-Typ? Also ich bin mental der Wildcamper, hab aber total Schiss, also fahre ich lieber auf den Campingplatz.